Immer ein imposanter Anblick an der HESO, der einzige zweistöckige Stand, der von der AEK und BKW. Und was man an ihrem Stand das ja besonders erleben kann, das können wir uns jetzt zusammen anschauen. Wir sind hier am Stand der AEK und der Stand ist sehr beliebt, wenn man hier ein bisschen umschaut. Es hat einen Grund und zwar kann man hier ganz kreative Fotos machen, gell? Ja, genau, man kann hier sich fotografieren lassen, entweder mit Winter- oder mit Sommerhintergrund. Und dazu kann man auch verschiedene Sujets auswählen, also eine Mütze anlegen oder so. Genau, wie gesehen, es hat hier im Hintergrund einen Greenscreen und hier werden eben die verschiedenen Hintergründe drauf projiziert. Und wie das dann ganz in echt aussieht, das probieren wir jetzt gerade mal selber aus. Ja, wir sehen sehr persönliche Fotos, die man hier machen kann. In Winter- oder Sommerpose. Ich bin bereit für die Skisaison. Ich hoffe, dir auch. Und ich wünsche euch ganz viel Spass hier am Stand von der AHK an der HESO. Am Stand von der TCS geht es rund. Wir sehen hier, viele Leute stehen an und das hat einen Grund. Und der verratet mir durch Clemente Piscitelli jetzt gerade. Was hat es auf sich mit dieser Schlange hier? Ja, die Schlange hat einerseits mit dem Simulator zu tun, wo wir hier unsere Jugendlichen fahren, mal das Ganze ausprobieren. Und auf der anderen Seite haben wir heute, das ist gerade so der richtige Zeitpunkt für euch, wir haben heute EHC Altenspieler am Stand. Wir haben Giacomo Dalpian und den Simeon Schwinger bei uns, die Autogramme verteilen, den Fans vom EHC Alten. Also einerseits Autogrammstunde mit prominenten Sportlern aus der Region und natürlich, wie du gesagt hast, die Rennstation, das sieht man, ist wirklich ein Highlight, oder? Genau, ja, das ist immer ein Highlight. Also wir haben praktisch durchgehend Leute, die bei uns fahren wollen. Und das ist wirklich der Anziehungspunkt von der HESO, muss ich sagen, das ist super. Grundsätzlich geht aber eure Botschaft ja auch in eine andere Richtung, oder? Es geht auch um Sicherheit, denke ich, bei euch. Es geht vor allem um Sicherheit. Nein, bei uns geht es darum, oder, dass wir unseren Mitgliedern ja unsere Mitgliedschaft näher bringen, unsere Versicherungen, unsere Reiseversicherung, Rechtsschutzversicherung, Autoversicherung. Und ich meine, es geht darum, dass wir da für unsere Mitglieder etwas anbieten, den Mitgliedern auch sagen, wo dass wir werden sein in der nächsten Zeit. Wir werden Kinoanlässe organisieren für unsere Mitglieder, also von dem her, ja, Kurs, Verkehrskurs und ja, vieles anderes vom TCS, genau. Sehr ein breites Angebot. Ist jetzt auch schon die Wintersaison, wo kommt das Thema, dass es wieder darum geht, Winterreifen montieren, Vorsicht beim Fahren? Also ich muss sagen, wir sind da ein bisschen weniger die Experten am Stand. Da haben wir sicherlich unsere Profis, die in dem technischen Zentrum sind und so unsere Mitglieder beraten. Da am Stand haben wir ein bisschen weniger von solchen Themen. Da geht es jetzt wirklich auch darum, dass wir unseren Mitgliedern etwas anbieten, sowie auch das Glücksrad, das ab der 6. wieder laufen wird. Ja, ein bisschen so. Also im Sinne von etwas zurückgeben für die treuen Mitglieder, die schon da sind. Genau, so ist es. Genau. Wunderbar. Merci vielmals. Ich wünsche euch natürlich noch ganz viel Erfolg und viel spannende Begegnungen. Auch dieses Jahr schmeckt es natürlich lustig in der Halle. Und ganz besonders lustig schmeckt es und sieht so aus hier am Stand vom Hofer, von der Confiserie. Da werden vor Ort ganz viele feine Sachen gemacht. Sehen Sie? Das ist so, wir produzieren hier hinten Laugen, Vermicelle, die Sie hier sehen. Und hier vorne machen wir Crepes, die super beliebt sind. Wirklich, das ist der Knaller dieses Jahr. Aber natürlich läuft auch immer, unsere Laugen sind immer sehr beliebt bei uns. Gibt es gewisse Zeiten, wo man merkt, jetzt kommen die Leute vorbei, so, jetzt ist die Feierzeit oder jetzt ist gerade das Mittag gewesen? Ja, eindeutig. Also gerade am Anfang, wenn es auftut, irgendwie haben alle Hunger, dann kommen sie. Und nachher gibt es eine kleine Pause und nachher gegen die 4 eigentlich bis am Schluss, bis am 8 ist nachher wirklich Vollbetrieb. Und gibt es bei den Crepes besondere Sorten, wo der absolute Favorit ist das Jahr? Ein Vermicelle läuft erstaunlich gut, weil es ziemlich speziell ist. Oder natürlich unsere salzige Crepe mit Schinken und Jura-Käse, das ist auch mega beliebt. Wunderbar. Merci vielmals. Ich wünsche euch noch ganz viel weiterhin für Erfolg und natürlich auch Spass. Danke vielmals. Merci.
Wir befinden uns mittlerweile am Stand von Bolliger. Sie machen Kanalreinigungen und wie das genau funktioniert und wieso dass sie hier sind, das erzählt mir jetzt der Patrick Scherer. Ja, merci vielmals. Dürfen wir kurz vorbeischauen? Ja, merci auch. Kommen wir schnell an unseren Stand. Ja, wir machen eigentlich, wir sind hier das Jahr das erste Mal am Heso-Stand zusammen mit der Firma Zalk. Haben wir einen gemeinsamen Stand gemacht und wir wollen eigentlich ein bisschen mehr Werbung machen, vor allem im Liegenschaftsbereich. Und das Thema Kanalisationsleitung ist ja nicht so. Jeder weiß nicht, was es läuft ja einfach ab. Ist auch nicht das Anmächerlichste vielleicht. Genau, ist auch nicht das Anmächerlichste. Und wir kommen natürlich auch viel einfach spät, wenn es überläuft. Dann ruft man uns und dann sehen wir halt einfach manchmal Leitungen. Wenn man einen Unterhalt gemacht hat, wäre das gar nicht so weit gekommen. Und das ist jetzt eigentlich das Thema, das wir jetzt bei uns am Stang probieren, den Leuten mitzugeben. Auch mit einem Heso-Rabatt dazu, dass sie eigentlich die Entwässerungsleitungen in einem gewissen Turnus warten. Und dann kommt es auch nicht zu Überschwemmungen und eigentlich somit Kostensenkung. Und der Lidl Möbel nicht. Mir hat nämlich die Kooperation zuerst gewundert. Was macht ihr mit dem Stand von Zalk zusammen? Zwei Bereiche, die auf den ersten Blick eigentlich nicht so zusammengehören, oder? Ja, es ist ja so. Es gehört eigentlich nicht Kanalisationsreinigung und Möbel zusammen. Aber wir kennen einander und das ist irgendwie entstanden. Weil hier drunter ist ja eigentlich ein Wagen, ein mobiler, der schon an Eigenheimmesse gestanden ist. Und das ist so miteinander gestanden. Das wäre doch eine coole Sache. Wir haben ja früher auch noch im Heso-OKB für einen Standort gesucht, den wir den herstellen können. Und haben gefunden, ja, das machen wir doch miteinander. Möbel und Kanalreinigung, ein bisschen Synergien nutzen. Genau, und wenn man sucht, dann passt es auch noch zusammen. Genau. Und natürlich kann man bei euch auch noch ja, wirklich aus erster Hand hineinschauen, wie das eigentlich so aussieht in so einem Kanal. Genau, wir haben hier eigentlich eine kleine Kamera aufgebaut. Hier hinten haben wir ein Rohrsystem versteckt, wie es eigentlich wirklich auch ist. Ihr seht ja hier Wasserrohr nicht. Und dann kann man eigentlich hier selber. Ich weiß nicht, ob du es probieren willst. Gerne, ja. Hast du hier mal das obere oder das untere, so wie das hier? Super, okay. Ja. Und dann sehen wir eigentlich hier, haben wir ein bisschen etwas gebaut, wie das funktioniert. Das ist jetzt eine Stosskamera. Wir haben natürlich auch noch solche, die selber fahren. Jetzt sehen wir jetzt ein spezielles Beispiel, eben Wurzeln, die einwachsen in die Leitungen. Und auch hier können wir durch. Und dann haben wir hinten etwas Spezielles drin, das wir manchmal auch sehen. Das lebt nicht mehr. Das wäre eigentlich eine Ratte, die wir in den Leitungen drin haben. Genau. Zum Teil hat er natürlich alles in den Leitungen, Kalk ist in den Leitungen drin. Und dann probieren wir das zuerst auszuspielen. Wir gehen mit der Kamera rein, um zu schauen, was ist drin. Und nachher, wenn die Rohre so sauber sind, ist es natürlich schon einfacher drin. Aber wir haben auch gröbere Geschütze, die sie mit Robotern fahren. Genau. Ja, ich bin jetzt natürlich froh, es war eine einfache Aufgabe. Genau. Genau. Aber also man sieht, es ist wirklich eine sehr wichtige und nicht so unterschätzende Aufgabe, die gar nicht so bewusst ist, wahrscheinlich den meisten Leuten. Ja, wo es läuft ja meistens eigentlich ab. Und was man nicht sieht, macht man sich eigentlich auch nicht gross Gedanken darüber. Es sind vielmals für die Einblicke. Ja, und gerne weiterhin natürlich für Erfolg und auch spannende Begegnungen durch uns. Danke euch vielmals, ja. Merci. Jetzt sind wir an einem der wahrscheinlich aufwendigsten Standorte der ESO 2022 und bei mir der Fabio Kaufmann von Egger. Du willst uns erklären, wie lange der Aufbau gedauert von diesem wunderschönen Egger-Stand hier? Ja, der Aufbau hat nicht so lang gedauert. Also wir haben relativ spät anfangen und haben das innerhalb von 3 Tagen eigentlich können realisieren, dass man hier hinten dran sieht. Genau. Sieht aber wirklich so aus, als wäre eigentlich alles echt, oder, was hier steht? Das ist auch alles echt. Also die Pflanzen, die ganzen Materialien, da ist nichts mit Karton gebastelt worden. Das ist alles solid. Genau. Genau, also die haben wirklich keine Mühe gescheit. Und auch einen riesen Baum haben wir hier, der so ein für ein Oasenfeeling sorgt. Ist das eine Trauerweide oder was ist das? Du kannst mir da sicher aufklären. Genau, da kann ich dir helfen. Nein, es ist keine Trauerweide. Es ist eine Hängesumpfzypresse. Leider nichts Einheimisches, aber einfach so fürs Feeling, so ein bisschen drunter sein, ein bisschen, einfach ja, mal ein bisschen Ferien geniessen im eigenen Garten daheim. Darum habe ich den hier ausgesucht. Genau, es ist ja hier wirklich so ein Eckchen, wo man mal hinsitzen kann und ein bisschen entspannen. Was ist euer Fokus an der Messe? Geht es wirklich um das Thema Gartenbau oder habt ihr noch andere Themen, die jetzt gerade im Fokus sind? Grundsätzlich, Gartenbau ist unser Hauptgewerbe. Nebenbei haben wir noch Gartenunterhalt, den wir anbieten und auch Sportplatzbau. Also eigentlich so ein bisschen alles, was mit Garten zu tun hat, da seid ihr bei uns an der richtigen Stelle, wenn wir irgendetwas brennt daheim.
Genau. Brennen hoffentlich dann nicht. Was sind die häufigsten Fragen jetzt bei euch? Oder für was kommen die Leute bei euch an? Erstaunlicherweise wegen dem Baum. Das ist irgendwie so ein Eye-Catcher. Da kommen die Leute einfach und wollen wissen, was das ist. Und ich glaube, ich hätte ihn jetzt mittlerweile auch schon zum 30. Mal können verkaufen. Also. Steht aber nicht zum Verkauf. Er würde zum Verkauf stehen, mal. Also, wenn ihr Lust habt, kommt vorbei, schlägt zu. Und merci vielmals, Fabio. Ich wünsche natürlich weiterhin ganz viele schöne Begegnungen und auch viel Erfolg hier in ESO. Merci gleichfalls. Schöne Messe noch. Gemütlich sieht es aus hier am Stand hinter mir vom Parkhotel Waldlust. Und bei mir ist jetzt der Dirk Björn und wird mir können sagen, um was es eigentlich geht an diesem Stand und was es auf sich hat mit diesem Hotel. Ja, also wir sind, glaube ich, das 8. oder das 9. Mal jetzt dieses Jahr an der HESO. Wir machen hier Direktmarketing, das heisst, die Gäste hier an der HESO haben die Möglichkeit, bei uns Arrangements zu kaufen, 3, 4 oder 10 Nächte oder 7 Nächte, das entscheidet jeder selber. Sie kommen dann, wenn sie Lust und Zeit haben. Das Schöne bei uns ist, sie können jederzeit bei uns verschieben. Wenn das Wetter schlecht ist oder wenn ihnen was dazwischen kommt, völlig flexibel. Damit haben wir uns an der HESO einen Namen gemacht und wir haben unheimlich viele Stammgäste dadurch im Raum Solothurn gewonnen. Wenn man es also so anschaut oder liest, Parkhotel Waldlust, das tönt eher gehoben. Von welchem Preissegment reden wir hier ungefähr? Der Schweizer sagt immer, es ist günstig, ein super Angebot, der Deutsche schluckt schon. Es ist so, wir hatten früher natürlich super Angebote, ich musste jetzt aufgrund der hohen Kosten nach oben gehen im Angebot. Wir liegen ja jetzt hier bei 4 Übernachtungen bei 750 Euro für 2 Personen mit Halbpension. Ist ein schönes Angebot hier für die Leute, das wird uns immer wieder bestätigt. Super, ja, es ist gehobenes 3-Stern, das heißt, da muss man in Deutschland bei der Klassifizierung, die heute Morgen, also am morgigen Tag wieder ansteht, alle 3 Jahre wird man da klassifiziert, musst du ziemlich viele Kriterien erfüllen. Sie kriegen bei uns ein schönes, genau heimeliges Hotel mit einer feinen Küche und ein tolles Buffet am Morgen und es ist ja ein tolles Gebiet, der Schwarzwald. Genau, eben, man sieht natürlich auch die Natur, die bei euch im Vordergrund steht und ist Wellness bei euch auch ein Thema? Also wir sind ja ein kleines Haus mit 21 Einheiten, 46 Betten. Wir haben Sauna, türkisches Dampfbad, Infrarotkabine und Massage, das bietet man an. Ja, und so hat man die Möglichkeit, nach der Wanderung und nach dem Velofahren und nach dem Langlaufen auch noch ein bisschen zu entspannen. Wenn ich jetzt als Besucher zu euch an den Stand komme, habe ich auch die Möglichkeit, eine Übernachtung zu gewinnen bei euch? Oder ist das ein bisschen zu hoch gepokert? Das haben wir früher alles gemacht, mal so einen Wettbewerb und so. Im Moment haben wir es nicht im Programm. Nichtsdestotrotz, sehr schön euren Stand auch eingerichtet. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und natürlich eine schöne HESO. Das wünsche ich euch auch, vielen Dank. Jedes Jahr hat die HESO eine Gastregion, die hier auftritt. Und dieses Jahr ist es Grächen aus dem schönen Wallis. Und wie auch im Tourismusgebiet stehen auch hier die Leute Schlangen an diesem Stand. Sehr ein aufwendig gestalteter Stand, wo man kann Kletterwand ausprobieren, sogar überhängend, das ist eine automatische. Man sieht hinter mir, das Bedürfnis ist sehr gross, das Interesse. Vor allem die Kinder können kaum genug bekommen von dieser Attraktion. Und ja, wenn man ein bisschen lange warten muss, tun wir heute das selber nicht ausprobieren. Aber wenn ihr Lust habt, dann kommt doch vorbei beim Stand von der Gastregion an der HESO 2022 und erlebt selber ein bisschen Bergluft. Hinter mir sehen wir Fadengrad, das beste Netz der Region. Zumindest sagen sie das selber. Wir sind hier am Stand der GAW. Und nicht nur der GAW, sondern ihr seid dieses Jahr mit euren Partnern präsent aus der unmittelbaren Umgebung. Genau, das ist so. Also wir haben die GAG hier von Grenchen, die das Grenchennetz rund um ihre Dörfer betreuen. Und wir haben hier eine GGS, die von Önsigen ist. Ihre Hauptsitz haben und dort die Region versorgen mit dem Kabelnetz. Und wir haben in den letzten Jahren oder so immer wieder Anfragen gehabt oder Kundschaft gehabt aus diesen beiden Netzen, aber da waren nur wir da, die GAW. Jetzt haben wir gedacht, jetzt machen wir mal etwas Neues, arbeiten mit den Partnern zusammen, damit man die Leute auch gerade bedienen kann, wenn sie schon aus diesen Regionen kommen. Genau.
Genau, macht natürlich Sinn. Ist auch schön umgesetzt mit den Fäden, die das Netz aufspannen. Und jetzt eben wirklich auch die ganze Region rund um Solothurn und weiter abdeckt. Das ist nicht das Einzige, was neu ist bei euch. Wenn man so rumschaut, hier, sieht man auch ganz viele Produkte, bis zu grossen Flachbildfernsehern, die hier ausgestellt sind. Was hat es mit dem auf sich? Also neu ist das, wie der gesagt, die Fernseher, die man sieht. Man kann jetzt auch einen Fernseher kaufen direkt ab Heso-Stand. Man kann Zubehör kaufen für Handy. Es hat Handyhülle, es hat Handy-Panzerglas, solche Sachen, die wir hier auch anbieten. Es hat neue LED-Lampen, sogar so Smart-Home-Geschichten, Festnetztelefon, das ist sicher auch neu. Und neu die LED-Lämpchen, die ihr dort vorne seht, die leuchten dort hier, die ganz coole Sachen sind. Ja. Ja. Passt ja auch zu der Entwicklung von der GAW, die letztes Jahr eigentlich in die Altstadt gekommen ist mit dem Shop und jetzt noch näher kommt, sogar hier so präsent mit einem Shop eigentlich. Genau, ja, ja. Das kann ich nur unterstreichen, das ist richtig so. Jawohl. Ja. Dann wünsche ich euch weiterhin natürlich viel Erfolg und auch ganz schöne Begegnungen hier der HESO 2022. Merci vielmals, haben wir kurz können mit dir reden können. Danke vielmals für das Interview und gute Geschäfte noch. Wir sind mittlerweile am Stand von der Regio Energie und bei mir ein bekanntes Gesicht, Herr Roger Siegenthaler. Merci vielmals, dürfen wir kurz mit dir reden. Wenn man den Auftritt von der Regio Energie anschaut, da, sieht man, es sind auffallend viele Kinder hier. Wieso sind die da? Was wird denen geboten? Ja, die Frage ist einfach, beim Stand machen wir einen technischen Stand, kann man auch einen Ort anschauen, oder wenn wir die Jugend herziehen, was sich die in Zukunft mit der Energie kann messen oder auch beraten. Und hier können wir Fragen über die Energie und die Kinder spielen hier mit und können gegeneinander spielen und gewinnen. Also wegen dem für die Zukunft etwas machen. Ja, es ist eine Art Wissensquiz in diesem Fall. Ganz genau. Ja, Energie ist wirklich ein brandaktuelles Thema. Im Moment reden alle von Energieknappheit, von ja, vielleicht Strommangel im Winter. Kommen da auch Fragen jetzt bei euch an dieser HESO zu diesem Thema? Ja, da ist fast jede zweite Frage. Geht es um Gas- oder Strommangel? Die Antwort, wenn ich sagen könnte, wie es wäre, würde ich wahrscheinlich nicht mehr bei Regenergie arbeiten, dann wäre ich irgendein Strom- oder ein Gasbaron. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir genügend Gas haben. Das ist bestellt und ist in Frankreich. Das sollten wir auch bekommen. Und beim Strom hoffen wir auf die französischen Atomkraftwerke, dass die ans Netz gehen. Und dann sollten wir auch durchkommen, aber gleich sparen daheim, das Licht abdrehen und so. Das nützt direkt eigentlich nichts, aber das Bewusstsein sollte schon etwas bringen. Sparen. Und natürlich, ihr seid ja auch bekannt dafür, dass ihr aus der Region auch Strom bezieht. Mit der Fernwärme zum Beispiel ein grosses Thema bei euch. Fernwärme ist gar nicht betroffen. Fernwärme und Regenergie anbieten, das ist von der Kebag. Kebag in Zuchwil, dort wird die Küche verbrannt und da ist noch so viel, wo man kein Problem. Wir merken es auch bei den Anfragen, es wird jetzt plötzlich ganz viel anhängen an der Fernwärme. Rendiert es nicht bis zum letzten Haus zu oberst oben eine Leitung zu ziehen, weil dann ist die Leitung viel teurer als die Energie selber. Und jetzt ist man fast ein bisschen überrennt. Also irgendetwas sollte es ja bauen. Ja. Natürlich, wir sind gespannt, wie das weitergeht. Wir vertrauen darauf, dass wir alle genug Strom und Energie haben. Und ich bedanke mich vielmals für das Gespräch und wünsche weiterhin natürlich einen guten Auftritt hier, Heso. Sehr gerne und merci vielmals für den Besuch. Danke, gute Zeit. Natürlich können wir nicht ganz alle HESO-Stände zeigen, sonst wären wir wahrscheinlich übermorgen noch dran. Kommen am besten selbst vorbei und nehmen den Augenschein voll von diesen kreativen, tollen Angeboten. Zuletzt sind wir angekommen bei uns im Jumpstudio der HESO. Auch bei uns haben wir natürlich noch einiges im Programm die nächsten Tage. Wir haben noch coole Show-Acts auf der Bühne und interessante Gesprächsrunden. Und bei uns am Stand könnt ihr natürlich auch die legendären HESO-Säule falten. Kommen vorbei, würde uns freuen. Habt's gut, bleibt gesund und ganz schöne HESO wünsche ich euch. Tschüss zusammen.